Sehr schön. Mr. Sneege, würden Sie bitte hier bleiben? Kein Erfolg, dass ein Roboter 100% Freischalter? Nicht? Gar nicht? Okay. Hätte ich jetzt erwartet. Hier dran pinkeln. Mal sehen. Und dann einfach da ankloppen. Ist der Herrscher über diesen Außenposten. So lange? Er hatte nicht mit einem Angriff auf seinen Außenposten gerechnet. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Ich überzeug ihn mal, ne? Du hast die Er wird nur aufgrund von Drohungen nicht kapitulieren. Das ist für alle am besten. So lange? Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er übergibt dir den Außenposten. Ja, überreden kann ich. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Es bringt auch recht viel, wenn man so eine kleine Flagge in die Mitte von diesen Wänden reinstellt. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Findet, deine Eroberung des dritten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Jetzt sollte der Gegner so geschwächt sein, dass du seine Festung angreifen kannst. Ich bin nicht mal bereit, einen Konflikt zu beenden, ne? Sie alle hoffen, dass du ihnen den Frieden bringst. Ja, du, das hoffen wir alle. Ich glaube, das hoffen wir alle. Das jetzt mal so versuchen, ne, dass sie einfach aufnehmen und dann später schneide. Weil ich den Spielfluss nicht immer unterbreche. Aua. Die Sonne steht im Zenit. So, bevor ich aber in diese Festung hier reinrenne, ne? Spülhocker. Machen wir mal kurz das Außen drum. Und danach renne ich zurück. Aus diesem Metall kannst du bestimmt was Schickes anfertigen. Damit ich auch mal ein bisschen das Schneiden und Cutten lerne. Sonst bin ich mal so unzufrieden. Es ist Tag. Ich wollte jetzt gerade nicht ruhen. Ist das so ein alter Zen-Garten? Das hier war ein Durchgang. Sieh dir all die alten Häuser an. Das war sogar eine Bibliothek. Das ist ja cool. Steinholz aus ihm. Haben wir gerade noch Hülle? Erste Lila noch. Komm her. So, ich hoffe, das waren jetzt alle. Tja. Dein Schicksal wartet auf dem Weg, auf dem du ihm ausweichen willst. Tja, was hier ist nicht so weit. Da ist noch etwas. Jetzt bin ich wieder in diese Bibliothek oder im Bücherladen oder was das auch immer sein soll. Und dann hatte ich hier noch was irgendwo. Oder auch nicht.
Jetzt. Du musst die Rohre des Spülhockers entdrehen, um ihn leeren zu können. Okay, das war richtig, sehr schön. Das ist genau die Art von Ärger, die du hinwegwaschen möchtest. Alte Weltgeräte habe ich damit. Das ist schon mal gut. Da vorne ist das Totem. Ist das Schrott aus Metall? Immer glänzend verchromt. Hier mal von hinten rein. Noch 5 überragende Beute. Die sollen noch versteckt sein. Wo ist denn das Gebiet? Also eine habe ich hier. Was man alles so findet. Hm. Auch schon drinne. Ja, und dann habe ich hier noch was. Sieh nur, ein Spiraldudler von vor langer Zeit. Ein Apparat, der Dudelscheiben abspielt. Das war also... Wäre nicht überrascht, wenn er noch funktioniert. Das war der Spiraldudler, den ich finden sollte. Die Welt ist voller Geheimnisse, die darauf warten, enthüllt zu werden. Komme ich hier durch? Nein, warum nicht? Warum denn nicht? Ich möchte da doch nur rein. Hier komme ich auch irgendwo in eine Etage höher. Irgendwie. Oh, aua. Hacken und Schlitzen. Er hat mich ein bisschen überrascht schon wieder. Bin nicht auf den vorbereitet. Ist noch was? Hier habe ich so nichts mehr drin dann. Guck ich mal da rein. Hier ist noch eine überragende Beute. Es tut mir leid, dass ich immer alles so genau untersuchen muss. Doch, es tut mir unglaublich leid. Ah, hier ist also die Vinylplatte. Weitere Informationen der Tagebuchentzug. Du musst den Arm des Dudlers anstupsen, um die Nadel in Position zu bringen und die Nachricht der Dudelscheibe zu hören. Das scheint richtig gewesen zu sein. Das ist ein Chi-Chi, ein Bebop-Code. Zum Glück bin ich alt genug, um ihn zu dechiffrieren. Es singt von einem geheimen Untergrundbereich, nicht weit von hier. Nutze den Tag, so gut es geht. Okay. Okay. Da haben wir Untergrund, nicht weit von hier.
Sie muss auch zweimal überragende Beute sein. Oder einmal. Hier nicht. Na gut, nicht weit von hier ist relativ, ne? So, hier ist nämlich auch nichts mehr drin. Hier hoch. Hier war ich gerade drin, da kann es also nicht sein. Oder war ich hier drin? Also hier war ich auch schon drin, ja. War das, Irgendwas wie Klonkfrost habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist auch nichts für die Klonk. Na gut, ich glaube, die beiden überragenden Beuten sind jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt noch weitere 10 Minuten danach suchen muss. Ist doch weg. Gut. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was habe ich hier gemacht? Banditenraserei, was ist das? Hier hinten ist der. Wo ist denn mein. Hallo? Kein Marker da? Okay. Terra Globus. Der ist da vorne. Da will ich da mal eben kurz hinlaufen. Dieser Tag hat alles zu bieten. Alles und doch nichts. Also ich merke, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache als vorher. Sehr schön. Wir sind doch schon bald Level 30. Dauert noch ein ganz kleines bisschen, aber wir sind bald Level 30. Das da ist eine waschechte Bruchbude, aber noch kein hoffnungsloser Fall. Das sehe ich anders. Metallschrott. Daraus kann man robuste Sachen machen. Das ist wirklich eine richtige Bruchbude. Ah, okay. Also hier kann man nicht ganz viel mehr draus machen. Hier ist der Terra Globus, das ist schon gut. Du musst den Globus drehen. So. Erst wieder gucken, was ich da genau machen muss. Der ist doch safe im Keller oder so. Ja. Punkte 5J. Jo, Punkte 4. Oh. Bereich abgeschlossen. Sessel. Kann ich da irgendwie eine Schnellreise machen? Ich hab hier nichts, ne? Naja. Nachts vergeht die Zeit wie im Flug. Wo bist du? Kommst du aus dem Haus raus? Nein. Oh, ich hab Bock, einen Kaffee zu trinken, ne? Aber der eklige Nachgeschmack, der verfolgt mich gerade ein bisschen. Kommt gleich irgendwas, was vorgelesen wird, dann kann ich nämlich einen Schluck trinken. Ich probiere nochmal und sonst trinke ich.
Also die Möche ist auch nicht schlecht, Mann. Überleben das eure Reittiere auch immer? Ich hab's mit dem Pferd gemacht. Dem Pferd ging's danach nicht mehr so gut. Ich habe das natürlich nicht mit dem Pferd gemacht. Er ist wahrscheinlich der Commander. Sie haben auf dich gewartet. Die Eroberung dieser Festung wird für Frieden zwischen den Stämmen sorgen. Ja, den anderen Clan wegmachen. Aber ich bin bereit. Beeil dich, Lieber. Die Festung eines Stammes ist eine größere Herausforderung als ein Außenposten. Der Plan ist, dich mit einem Schleuderlupfer über die Mauer zu werfen. Allerdings rät er dir vorher, einen Schutzhelm zu besorgen, falls etwas schief geht. Wie krieg ich den Helm? Am besten gehst du einfach und findest selber einen. Es sollte nicht zu schwierig sein. Eine Größe passt allen. Ich hätte den... Wegpunkt da oben markieren sollen. Ist das Regen. War nicht besonders klug von mir gerade, das ist wohl wahr. So nichts, da ist nichts. Ich war hier sogar schon. Jetzt einmal ganz außen rumlaufen. Muss ich jetzt wirklich einmal hier komplett außen rumlaufen? Ich hasse mich. Oh. Also für sowas kann ich mich echt verprügeln. Dann sehe ich auch noch das hier, ne? Und ich muss so noch einlaufen. Gebraten. Ich wollte doch nur mal eben kurz das Totem hier vorne machen. Na, vergiftet. Verfluchter Biber. So. Einen Zielpunkt holen. Und vorne ist sogar noch ein kleiner Wegpunkt, ne? Oder kennen wir den schon? Ne, den kennen wir noch nicht. Das davon haben wir auch wieder was. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin wollte. Ihr merkt doch, ich ignoriere es erfolgreich. Du hast es bis nach Gromlet geschafft. Hier gibt es bestimmt einen Krimskramshändler. Mal sehen. Hallo. Sagt, für dich gibt es einen Spezialpreis und eine schöne Verpackung. Ich muss weg.
Ihr seht euch später. Gut. Da habe ich den Bericht nämlich auch abgeschlossen. Hier oben habe ich noch einen Turm. Ich wette mit dir, hier ist auch bestimmt irgendwas im Gebüsch. Nein, ist nicht. Glück gehabt. Nachts siehst du draußen nicht so leicht. Doch, wenn man die Helligkeit hochstellt, geht das ganz gut. So. Komm mal her. Und jetzt geht's wieder auf zum Außenposten. Zur Festung sogar. Keine Ahnung, was dieser Emil mal war. Oh, ich weiß es. Aber wer hat eigentlich diese Türme gebaut? Wer hat diese Türme eigentlich gebaut? Ich meine, irgendjemand hat sich doch gedacht, oh, ich nehme Öl und mach daraus was. Ich hätte auch vorher klug sein können, ne? Hätten uns gerade Weg gespart. Mal sehen. Egal.